Nach Bochums glorreichen Aufstieg in die erste Fußball-Bundesliga stand nach über 11 Jahren somit auch wieder der Knaller gegen Borussia Dortmund parat. Da beide Szenen eine gesunde Rivalität zueinander pflegen und das Spiel von vielen doch als Derby bezeichnet wird, hieß es für beide Parteien am Spieltag wach zu sein. Zwischen den Führungspersonen beider Seiten laufen im Vorfeld die Drähte heiß, da man sich zu einem fairen Kräftemessen verabreden will. Nachdem Dortmund am Freitagabend mit einer sportlichen Besatzung in Bochum aufkreuzt, wird man keine 2 Minuten später sofort von der örtlichen Polizei entdeckt und gekesselt. Die gut 100 Personen müssen sich einer Personalienkontrolle unterziehen und im Anschluss wieder zurück in die Heimat fahren. Das veranlasst beide Szenen dazu, sich an einem Drittort für den Spieltag zu verabreden, um doch noch die Hände schütteln zu können. Nachdem man sich also im Stadion größtenteils aus dem Weg geht, kommt es am Abend nach dem Spiel zu einer der größten ausgemachten Auseinandersetzungen, die Ultra-Deutschland zu diesem Zeitpunkt je gesehen hatte. In etwa 4 Stunden nach Abpfiff der Partie fahren am Kemmerdersee über 100 Autos ein. Der 11 Kilometer vom Ruhrstadion entfernte Treffpunkt ist zu diesem Zeitpunkt ruhig und verlassen. So laufen in der Folge rund 120 in blau gekleidete Bochumer in Unterstützung aus Münster auf 100 in gelb gekleidete Dortmunder zu. Erwähnenswert ist, dass Dortmund an diesem Tag größtenteils eigene Leute ohne die Unterstützung aus Köln oder Essen aufstellte. So bestand der 100-Mann-Haufen lediglich aus eigenen Hools sowie Mitgliedern der beiden Hauptgruppen The Unity und Desperados. Der Schlagabtausch der fair geführten Auseinandersetzung dauert etwas über 1 Minute, nachdem Bochum resignieren muss und das Ding an Schwarz-Gelb geht. Obwohl man sich hasst, wird im Nachhinein noch einigen liegen gebliebenen Bochumern wieder hochgeholfen, um den Ort des Geschehens möglichst schnell wieder verlassen zu können. Als rund 20 Minuten später eine riesige Polizeikolonne am Kemmerdersee einfährt, sind alle Beteiligten bereits wieder auf dem Heimweg. So kommt es lediglich dazu, dass einige Verdächtige im Umkreis des Tatortes noch kontrolliert werden. Dadurch, dass viele Beteiligte an diesem Abend jedoch ihre Handys mit sich führten, kann die Staatsmacht im Nachhinein über die Funkzellenabhörung einige Szenepersonen verdächtigen. An einem Mittwochmorgen knapp 5 Monate später kommt es in verschiedenen Bundesländern zu insgesamt 49 Hausdurchsuchungen, bei welchen jedoch nichts Nennenswertes gefunden wird. So existiert lediglich ein Foto, auf welchem einige beschlagnahmte legale Utensilien zu sehen sind. Für mehr solcher Videos abonniere doch einfach diesen Kanal.